30 Jahre deutscher Einheit. Während sich viele noch an das geteilte Deutschland erinnern, gibt es mittlerweile auch immer mehr junge Deutsche, die mit der ehemaligen Teilung ihres Landes wenig anfangen können. Was verbinden Sie mit dem Tag der deutschen Einheit am 3. Oktober? Wir sprechen mit Thomas Rippe. Er ist 34 und arbeitet als Geschichtslehrer an einer Gesamtschule in Niedersachsen. Man muss sagen, als junger Deutscher hat man wenig Verbindung zu diesem Tag. Das geht schon so in die Richtung, dass ein Kollege mir schon sagte, ja, ich wundere mich sowieso jedes Mal am 3. Oktober, wieso die Geschäfte überhaupt dicht haben, wenn ich vor einem Laden stehe. Es ist wahrscheinlich anders, als wenn man jetzt irgendwie in Frankreich wäre, wenn man da einen Nationalfeiertag sieht im Fernsehen oder was, wie die Leute abgehen, dass Spahn geschwenkt werden. Das ist einfach ganz was anderes. Die Deutschen sind da sehr viel reservierter. Jugendliche können heute mit der Teilung noch weniger anfangen, so die Erfahrung des Lehrers. Zu meiner Jugendzeit gab es immer noch wirklich diese Ausprägung Ossi-Wessi. Das war so um die 2000er und vielleicht auch noch in meiner Kindheit in den 90er Jahren. Aber dieses der Ossi, der Wessi, das spielt für meine Schüler, wenn ich das so sagen darf, überhaupt keine Rolle mehr. Also das wird schon so angenommen, okay, wir sind halt ein einiges Deutschland. Und dass es mal eine Grenze gab, das verschwimmt immer mehr. Dass sich die Mauer in den Köpfen auch bei den Älteren langsam abbaut, bestätigt eine Studie der Otto-Brenner-Stiftung. Waren sich 1991 in Ost und West noch knapp ein Drittel fremd, sind es 27 Jahre später ein Fünftel. Ein Anteil, den die Autorin der Studie trotzdem als hoch einstufen und dem vor allem durch Bildung beizukommen sei. Ein dankbarer Auftrag für Geschichtslehrer, sagt Thomas Rippe. Denn da es sich um die jüngere deutsche Geschichte handelt, sind Zeitdokumente in Hülle und Fülle vorhanden.